Hat der Kollege Arthur Auerhammer für die CDU-CSU-Fraktion. Verehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, erlauben Sie mir, dass ich zu Beginn der Debatte auch die Menschen grüße, die für den Tierschutz mitverantwortlich sind, alle Tierhalter in unserem Land, die auch täglich mit ihrer täglichen Arbeit dafür sorgen, dass es unseren Tieren sehr gut geht in unserem Land. Auch diese Menschen sollen heute gegrüßt sein. Und Frau Kollegin Mehns, wenn Sie mir kurz Ihre Aufmerksamkeit schenken, es ist nicht so in meinem politischen Umfeld üblich, dass man Sie lobt. Aber ich bin Ihnen dankbar für Ihre Ausführungen, was Sie gesagt haben, zur Haltung von Heimtieren, zur Haltung von Tieren, die nicht in unsere Breitengrade gehören. Hier sollten wir auch etwas mehr den Fokus drauf legen. Es sind viele Tiere in unserem Land unterwegs, die von Menschen gehalten werden, die nicht die Sachkunde haben, wie zum Beispiel eine Bäuerin oder ein Bauer. Da müssen wir in Zukunft besser drauflegen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in den letzten Tagen ist sehr viel über Tierschutz geredet worden. Sehr viel auch in den Medien. Was ich da teilweise vermisst habe, war der nötige Sachverstand und die nötige Fairness gegenüber den Menschen, die mit den Tieren arbeiten. Und gerade wenn ich an unsere Bauernfamilien draußen denke im Land, die wirklich keine einfache Zeit haben. Wir haben hier schon über die Milchpreise diskutiert, über die Erzeugerpreise. Diese Bauernfamilien, wenn sie die Bilder sehen und diese öffentliche Diskussion sehen in der Öffentlichkeit, machen sich Sorgen, was passiert mit unserem Berufsstand, wie wird mit unserem Berufsstand umgegangen, warum werden wir jetzt instrumentalisiert von einzelnen Parteien, um hier politisches Kapital rauszuschlagen. Ich sage, die Arbeit unserer Bäuerinnen und Bauern, die ehrliche Arbeit unserer Bäuerinnen und Bauern verdient höchste Anerkennung und höchsten Respekt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ja nicht nur das Thema Tierschutz. Bei mir in der Heimat stehen 6 Maishäcksler, Maisernte-Maschinen in den Werkstätten, die von Aktivisten, muss ich sagen, von kranken Menschen durch Metallteile dermaßen demoliert worden sind, dass sie den Fahrer gefährdet haben, dass sie hohe wirtschaftliche Schäden haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind die Auswüchse. Das sind die Auswüchse dieser Diskussion, die wir hier in diesem Hause teilweise sehr emotional führen. Und ich möchte sagen, wir sollten etwas die Emotionen runterfahren und wieder auf eine sachliche Ebene in dieser Diskussion kommen. Meine lieben Freunde der Grünen, ich habe Ihren Antrag gelesen und ich habe auch das Lieblingsthema, die Anbindehaltung, gelesen. Kollege Westermeier hat es bereits erklärt. Und wenn ich einen Blick in die deutsche Landwirtschaft werfe, dann kann ich Ihnen sagen, dass ca. 50% der bayerischen Milchviehhalter noch ihre Tiere in Anbindehaltung halten. Es gibt viele Betriebe im Allgäu, in Oberbayern. Ich habe hier Freunde aus Österreich gesehen, die ihre Tiere auf die Weide bringen können. Aber wir haben auch Regionen in unserem Land, und das ist nicht nur in Franken, das ist in Mitteldeutschland so, wo wir enge Dorflagen haben, wo wir Betriebsleiter haben, die in einem Alter sind, wo sie sagen, ich möchte in den nächsten 10, 15 Jahren meine Tiere noch halten, aber bitte verbietet mir nicht die Anbindehaltung. Wenn ihr sie verbietet, dann muss ich meinen Betrieb zusperren. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind ja gerade diese kleinbäuerlichen Strukturen, die Sie mit dem Verbot der Anbindehaltung zur Aufgabe zwingen. Das darf es doch nicht sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man über Tierschutz redet, dann hat das auch etwas damit zu tun, von der Wertschätzung für unsere Lebensmittel, von der Wertschätzung für das, was wir täglich essen, was wir täglich trinken. Und da haben wir auch einen Partner, den wir stärker in die Pflicht nehmen müssen. Das ist der Lebensmitteleinzelhandel. Und ich begrüße es, dass die landwirtschaftliche Branche hier Initiativen gestartet hat, um gemeinsam nach besseren Lösungen zu suchen. Und ich begrüße das, dass es vorangeht. Aber ich möchte auch die deutschen Verbraucher und Verbraucherinnen in die Pflicht nehmen. Wer glaubt, er kann ein Schweineschnitzel zum Cent-Tarif kaufen im Supermarkt, der gibt sein Recht ab, über Tierschutz mitreden zu können. Das muss man klar hier betonen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir stehen wenige Tage vor dem Erntedankfest.
Es ist nicht selbstverständlich, dass wir in Deutschland so mit guten, mit hervorragenden Lebensmitteln versorgt sind. Wir sollten dieses Erntedankfest nutzen, dankbar zu sein auch für die politische Arbeit, die hier geleistet wird, für unsere Bäuerinnen und Bauern, dankbar zu sein auch für die Arbeit unseres Bundesministers und dankbar sein für die angeregte Diskussion, die wir hier haben, aber besonders dankbar sein für die Arbeit unserer Bäuerinnen und Bauern, und die haben es wirklich verdient. Vielen Dank.